Recht herzlich willkommen zur 94. Folge von Avarion. Ja, der Xoltan ist da vorne, einer von diesen Leuten, und beschäftigt sich gerade mit dem da. Der ist jetzt aber nicht, ne, oder? Doch, der ist kaputt. Der hat den abgeballert, Alter. Ist der so stark? Dass er den so fertig gemacht hat? Natürlich der Hammer, ne? So, wir waren aber hier noch dran, ne? Vielleicht noch mal hergucken, was wir da machen können. So, interagieren hatten wir letztes Mal aufgerufen. Wir könnten an der Station was bauen. Welche Betätigung? Untätig, passiv. Diese Position war. Sektor patrouillieren, mich eskortieren, Feinde angreifen, abbauen, abwracken. Was mir hier bei den Befehlen fehlt, ist irgendwie handeln, ne? Untätig, passiv. Diese Position bewachen, Sektor patrouillieren, mich eskortieren, Feinde angreifen. Ja, aber handeln ist irgendwie doof, ne? Güter handeln, hier haben wir unser Rohöl. Ja, können wir günstig kaufen, ne? Kaufen wir mal gerade 81 ein. Ah, ich bin nicht angedockt, alles klar. Da ist 08, da ist 12, nehmen wir den Docking Port. Gut. F, jetzt nochmal. Q4 hier drin, sehr schwarzes Barett. Nee, das ist kaufen. Fertig. Können wir nicht mehr machen. Ist jetzt auch nicht ganz viel, ne? Ah, guck mal hier. Können wir hier denn? 1,5 Millionen Güter verkaufen. Ist aktiv. Güter an Stationen liefern. Ach, das ist, wenn wir eigene Stationen wahrscheinlich haben. Das heißt, irgendwo musste noch eine Raffinerie, wenn, bauen. Okay. Ja, lass das so. Wir haben erstmal aufgeladen. Ende noch ganz viele Xotan. Jetzt die Frage, ne? Also wir haben jetzt Rohöl, ne? Jetzt brauchen wir eine Raffinerie. Wo wir abliefern können an der Raffinerie. Das ist jetzt die Frage, wo das ist, ne? Gaskommen, Solarkraftwerk? Nö. Nö. Ressourcendepot? Nö. Haben wir hier nichts mit Raffinerie? Das wäre jetzt schön, wenn wir irgendwo gerade mal die nächste Raffinerie finden würden. Die war doch hier um die Ecke eigentlich, oder? Da, Ölraffinerie. Okay. So. Koordinaten ins Navi eingeben. Da unten ist es. Und durch den Asteroiden gejumpt. So, jetzt hier. Da war es aber nicht, ne? Ne, ist nur da. Nochmal Koordinaten eingeben. Und dann dahin jumpen. 17 Sekunden müssen wir noch warten, bis das da oben abgelaufen ist. Können wir mal ein bisschen gucken. Hier sind wir aber ganz alleine. Der Sektor ist komplett leer. Gut, noch 3, 2, 1, go. So. So, jetzt müssen wir hier die Ölraffinerie finden. Da sind wir ja schon mal. Plastikhersteller. Fleischer. Ölraffinerie, da ist er. Dann wieder da. Ja, ist ausgewählt, ne? Sollten wir mal hinfliegen dann. Gut. Oh. Kein Power mehr wegen dem Springen, ne? Lädt sich aber wieder schnell auf.
So, docken, 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 docken. So, dann sind wir schon da. Und handeln. Und ah, ne, da nicht, da, ne? Kaufen die Rohöl. 2 Einheiten. Läuft, wa? Ah ne, den Vorrat haben sie. Alles klar. So, jetzt kriegen wir das Geld dafür. Und wir haben dann auch noch das verbessert. Und das haben wir gekriegt, glaube ich, ne? 2000, 9000. Läuft. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir es hinkriegen, dass wir das dann irgendwie handelsmäßig betreiben könnten, ne? Was ist mit dieser Station da? Was möchte die? Stahlfabrik. Schwarzes Brett. Kein Auftrag. Okay, das Ausrufezeichen muss wohl gerade just verschwunden sein, als ich da drauf geklickt habe, ne? Der Fleischer, der will bestimmt Kühe oder sowas haben. Ne, der hat Leder und will das loswerden, alles klar. Brauchen wir jetzt nicht. Ja. Wir sind jetzt hier an einer Station. Gucken wir mal gerade, ne, in den Baumodus wollte ich. Wir haben genug Rohstoffe. Ich würde jetzt ganz einfach hier mal ein Schiff bauen, weil hier sind wir gerade daneben, wo wir dann auch Crew anheuern können. Ja. In Drohne aussteigen und dann ein Schiff bauen. Ja. Wie nennen wir denn das? Trader 1. Okay. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich das Problem. Ja, super, ne? Baumodus. Ah, ne, geht vielleicht doch oder so. Wir brauchen erstmal eine Düse. Und zwar hier dran. Warte mal, wir machen das so. Machen das so und dann kriegen wir Steuerung V. Steuerung C, Steuerung V. So, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir das. Jetzt haben wir das größer. Machen das erstmal breiter. So passt das schon. Jetzt haben wir da ein Triebwerk. Tja, Frachtraum wäre dann das nächste. Aber machen wir erstmal Quartiere. Ne, wir machen erstmal das. Doch, wir machen Quartiere. So. Zack. Ist das für ein Stein? Torpedo, okay. Ne, das wollen wir jetzt alles nicht. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir hier weiterkommen. Wir nehmen die Grünen jetzt. Und der ist jetzt hier der Naonit-Generator. Jetzt machen wir da eine Spiegelachse. Noch einen Generator dahin. Dann machen wir da noch 2 Container hin. So, da haben wir schon mal Schub, ne? Hm, so wie es aussieht, zu wenig.
So, Schub wird sowieso weniger, okay. Wir müssen mehr Schub haben, so sieht's aus. Kann man so machen. Das Geld flacher. Und weiter. Zack. Ist aber immer noch zu wenig Schub. Krass. Das bedeutet, wir sind hier beim falschen Material vielleicht. Können wir das updaten? Irgendwie konnte man das updaten, ne? Wo waren das? Farbe wollen wir nicht. Ganzes Schiff anpassen. Blöcke umwandeln. So. Jetzt haben wir das. Aber der Schub ist immer noch zu wenig, ne? Das liegt auch, nee, liegt das daran, dass wir kein Personal haben? Wie war das? Kann auch sein, ne? Zuerst mal sieht es ja cool aus, oder? So, jetzt müssen wir weiter gucken. Jetzt müssen wir so Korrekturdüsen zum Beispiel auch einbauen. Die ich so gar nicht schön finde. Sondern immer so, ne, das, die Länge kann ja schon mal bleiben. So zum Beispiel ist das. Mal so. Pitchen kann er. Ach, der hat nur einen angebaut, weil wir die falsche Spiegelachse haben. Super. Dann machen wir das da nochmal. Schub. Jetzt brauchen wir Bremsschub. Das sind hier die Verzögerungsdüsen. Wo sind sie denn? Wir sind bei Titan, die gibt es nur, glaube ich, hier. Trägheitsdämpfer. So, die Trägheitsdämpfer. Spiegelachse ändern. Stopp, stopp. Ist das so richtig? So, jetzt fehlt nur der ganze Schub im Endeffekt. Aber wir wollen hier noch was basteln. Haben wir das in grün alles auch, ne, oder? Gut. Wir basteln jetzt hier. Das ein bisschen anders. Das ist schon gut so. So. Und so. Und zack. Das ist ein bisschen klein. Ich glaube, wir machen das nochmal ein bisschen länger. So. Ja. Jetzt gibt es hier nochmal was raus. Oh. Da haben wir noch ein Gerüst dran, genau. Und weil das so schön ist, machen wir jetzt hier noch ein paar Düsen dran, ne? Aber ja, da ein bisschen dicker. Da ein bisschen dicker. Aber da kleiner. So. Habe ich gedacht, wirkt das gut, ne? Aber so wie man sieht, ist der Schub nichts besser geworden im Großen und Ganzen.
Bringt das das, was umzuwandeln, ja? Nee. Kann man die nicht jetzt hier umwandeln? Frakturdüsen? Oder ist das schon? Ist wohl schon. Ja, gut, dann. Schmeißen wir hier noch welche dran, ne? Und Höchstgeschwindigkeit fehlt immer noch. Weiß ich aber nicht. Crew ist da. Frachtraum kommt jetzt. So. Das passt schon mal so. Nee, das gefällt mir noch nicht. Wir bauen dieses hier erstmal weiter. Das war jetzt falsch, aber. Höhe nochmal anpassen. Und jetzt länger. Sieht man das natürlich nicht, aber das ist auch egal. So, jetzt habe ich das ein bisschen länger gemacht. Genau. So, und jetzt machen wir das wieder kleiner. Und sitzen das dann hier dran, oder? Zack. Zack. Machen wir mal so, ne? Nee, da nicht. Also das ist jetzt direkt vor dem Dingens. Dann machen wir da nochmal einen hin. Wenn ich jetzt diese wegmachen. Gut, klappt, weil ich glaube, ich muss da hin. Okay. Ich glaube, da muss er einer länger. Sieht auf jeden Fall so aus. So passt's, glaube ich, ne? Das ist richtig. Ja, das passt. So, haben wir. Und jetzt Frachtraum. Ja, den müssen wir jetzt hier irgendwie dran kriegen. Den würde ich jetzt erstmal definitiv weiterziehen. Geht nur einer. Glaube ja. Und höher. Und der kann auch noch definitiv dicker dann, ne? Warte mal, da müssen wir mal gucken, dass wir das da dran basteln.
So. Zack. 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 Passt, oder? Glaub schon, ne? So, jetzt haben wir einen schicken Frachter, ne? Der ist auch noch ausbaufähig, würde ich sagen, ne? Was fehlt uns jetzt? Schub. Und 8 und 7 sind 15 Quartiere. Haben wir hier Quartiere? Wie viel? 12 nur, okay. Das bedeutet, wir müssen da noch weiter ausbauen. Wenn ich jetzt sage, das konvertieren wir dazu, dann sind das nicht mehr geworden. Auch sehr schön. Und wenn ich den jetzt einfach kopiere und den einfach nochmal bauen wollte. Steuerung V passt. Quartiere passt. 20 Quartiere. Gut. Das sieht schon gut aus. So, jetzt müssen wir noch das mit dem Steuerdüsen machen. Machen wir die Spiegelung geradeaus. Rollen ist ja auch gar nicht das Problem, ne? Dann ist es der grüne, ne? Nee. Oh. Was muss ich jetzt tun? Der ist es. Passt. So, und jetzt noch links, rechts. Das machen wir nach unten. Links, rechts. Links, rechts müssen ja dann diese Achse eigentlich sein. Ist es aber nicht. Jetzt haben wir es. Passt. Jetzt ist noch der Bremsschub gefragt. Die gab es irgendwo nur hier oben. Trägheitsdämpfer, wo sind sie? Das waren sie hier schon. Gut. Passt. So, jetzt fehlt Schub und Höchstgeschwindigkeit noch in dem Sinne, aber bleibt erstmal so. Baumodus raus. Schiff ist jetzt hier. Hängt in dem anderen eigentlich, aber kommen wir mit klar, denke ich. Oh, der lässt sich aber gut lenken, ne? Okay, aber irgendwie driftet der ganz gut, ne? So, F und dann die Crew da rein. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir brauchten. Gucken wir da mal lieber schnell nach.
8 Ingenieure, 7 Mechaniker. Gut. Acht Ingenieure anheuern. Und da gibt es tatsächlich die Mechaniker auch. Anheuern. Fertig. Also drehen. Wendig ist die Kiste super. Nur bremsen kann sie nicht. Aber das ist jetzt auch okay erstmal. Oh, was mir gerade einfällt, wir haben immer vergessen haben zu kaufen, ist ein Kapitän, sonst wird das nichts hier. Gott. Security, Pilot, Kanonier. Also hier. Ich mach mal zwei. Weil ich glaube. Also OP. Hier sind wir noch gar nicht weiter. Die sind doch sofort da eingesetzt worden. Aber hier fehlt der Unteroffizier. Deswegen habe ich den gekauft. Und ein Kommandeur fehlt mir jetzt. Nee. Den kann ich jetzt hier nicht hinzufügen, oder was? Ha? Das ist aber schade. Der muss dann wohl ausgebildet sein, ne? Ein Enterer, ein Leutnant. Piloten. Security. Nehmen wir mal ein Security dann halt. So, jetzt haben wir hier keinen Leutnant. Crew anheuern, da gab es jetzt nichts, ne? Naja. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir irgendwo jetzt einen Kapitän herkriegen. Ist nur die Frage, wo, ne? Da gibt es ja noch ein paar Stationen. Kriege ich die noch ein? Crew anheuern. Guck mal, da ist er. Dahin. Jo, fliegt ganz schnell, ne? Und da ist der Tank leer. Dann müssen wir langsamer fliegen, ne? Und da unten ist natürlich. Das ist ein Schiff, okay. Ich wollte gerade sagen, da unten ist eine Station, aber ist ja gar keine. So. Dann machen wir mal dahin. Bisschen schneller das Ganze. Da gibt es Dockingports. Und jetzt müssen wir schnell drehen, ne? Und bremsen. So. Crew anheuern und angeheuert. Passt. P ist schon eingesetzt. Läuft. So. Das ist eine Stahlfabrik. Die brauchen wir jetzt nicht. Ja. B.
Das sieht gut aus. Das kann man, ich weiß gar nicht, wie viel können wir laden. Frachtraum 500, okay, das geht erstmal. Ist schon nicht schlecht. Das ist ein reiner Frachter, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, der driftet ganz gut weg, ne? Da oben ist doch jetzt unser zweites Schiff, oder? Kann ich aber jetzt gerade nicht auswählen, oder was? Ne, da ist das. Ne, das ist es nicht. Das kann ich nicht auswählen, einfach aus dem Grunde, weil da wahrscheinlich kein Kapitän drauf ist, ne? Okay, dann müssen wir da hinfliegen, ne? Aber wo ist das jetzt? Gute Frage, nächste Frage, ne? Wo ist das Schiff? Da hinten ist es. Das heißt, das ist unser Ziel. Und das liegt da hinten. Gut, also, los geht's. Fahren wir gerade den Tank wieder leer. Irgendwo wird hier geschossen. Keine Ahnung wo. Ah, guck mal, da kann man es gerade mal so auswählen. Ja. Jetzt können wir interagieren. Da geht aber jetzt nicht so wirklich das, was ich möchte. Kuhfahrt, Versicherung. Bauen. Das ist das Schiff, okay. Möchte ich aber jetzt nicht machen mit Bauen. Schiffswerft, okay, Versicherung. Gebäude jetzt natürlich nicht. Ja. Fliegen wir da mal weiter hin. Das ging jetzt aber flott, ne? So. Okay, jetzt gucken wir mal zu, dass wir erstmal zu unserem Chef kommen. Die Uhr läuft natürlich wie rasend runter. Das wird eine verdammt lange Folge. So, oh, wir können schon rüber. Cool, machen wir das doch mal. Und ich der Hoffnung bin, dass ich das andere Schiff auswählen. Interagieren. So, Befehle. Ja, das ist jetzt. Abwracken, abbauen. Was soll denn der abbauen? Kann er nämlich nicht. Sektor patrouillieren. Macht er, aber das ist unsinnig. Untätig. Handeln muss der aber. Warte mal. Mich eskortieren. Kommt er wieder? Ja. So, jetzt müsste ich aber eben erstmal noch was einbauen, fällt mir gerade so ein, ne? Bauen. Und das ist nicht das, was ich will. Das ist nämlich verkehrt, das Bauen. Ja.
Baumodus verlassen. Nochmal interagieren. Fehler. Mich eskortieren. Und ich würde jetzt sagen, nächstes Mal machen wir hier weiter. Ich muss gucken, dass wir da den irgendwie gemanagt kriegen, dass er ein Handelssystem vielleicht kriegt. Vielleicht kann er dann, wenn er ein Handelssystem hat, auch selbstständig handeln. Das müssen wir dann ausprobieren in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.